Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ein frohes neues Jahr wünsche ich an der Stelle. Direkt am Jahresanfang direkt ein Video. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ihr hattet schöne Feiertage oder auch schöne Weihnachtstage, je nachdem, was ihr gemacht, ob ihr gefeiert habt oder nicht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder am Start seid. Und in dem Video geht es heute um Fashion Trends für dieses Jahr, also für 2022. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich sage ein bisschen meine Meinung und ich glaube, ich hatte letztes Jahr auf jeden Fall einen guten Riecher und ich glaube, auch dieses Jahr werde ich auch wieder eine gute Einschätzung dafür haben. Deswegen schauen wir uns mal an, was ich auf der Liste habe. Los geht's. So Leute, Trend Nummer 1, seht ihr, habe ich auch schon an und das trage ich im Moment wirklich sehr, sehr gerne und das wird das ganze Thema Cardigan sein. Man hatte das letztes Jahr schon so ein bisschen angeschnitten, dass man vereinzelt in den Kollektionen auch coole Cardigans gefunden hat und jetzt setzen mehr und mehr Designer auf Cardigans. Der hier zum Beispiel ist von Uniqlo mit Jill Sanders zusammen. J-Plus-Kollektion fand ich sehr, sehr nice, ist preislich auch noch voll im Rahmen gewesen und fühlt sich auf jeden Fall gut an, gab es in verschiedenen Colorways. Und ich will nur sagen, dass das Thema Cardigan auf jeden Fall sehr cool umsetzbar ist und meiner Meinung nach auf jeden Fall dieses Jahr nicht zu unterschätzen sein sollte. Ich finde einen coolen Cardigan, man muss jetzt nicht seinen ganzen Kleiderschrank umrüsten auf, hey, ich brauche 10 Cardigan oder sonst was. Aber wenn ihr so ein, zwei Cardigan habt, die ihr mal in der, die wirklich ganz nice zu Outfits kombinierbar sind, und da würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das zu seiner normalen Kleidung zu kombinieren, so auszusuchen, ist es auf jeden Fall etwas, mit dem ihr dieses Jahr auf jeden Fall gut vorankommt und euch wirklich wohlfühlt im Alltag. Und dementsprechend, wenn ihr modebewusst seid, meiner Meinung nach ein cooler Cardigan, gehört auf jeden Fall diese Season an den Start. Deswegen checkt gerne ab. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung Nummer 1 und ein Trend, meiner Meinung nach, der auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sein sollte. So Leute, kommen wir zum Trend Nummer 2. Und Trend Nummer 2 sind für mich so leichte Oversize-Hemden. Jetzt hat man das Ganze so ein bisschen aus diesen, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren her, wo alles so extrem long, oversizig, und so meine ich das null. Ich meine eigentlich generell, wenn man so ein cooles Oxford-Hemd nimmt oder ein normales Hemd, Button-Down-Hemd oder sonstiges und das so eine Nummer größer trägt, dass das so ein bisschen lockerer geschnitten ist, ganz cool kombiniert, ich sag mal Ton in Ton, weißen T-Shirt oder so, einfach so ein bisschen lässiger, das in seinen Look mit einarbeitet. Ich zeige euch gerne auch natürlich, ich blende euch auf jeden Fall auch ein paar Beispielsbilder ein. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Trend, der dieses Jahr auf jeden Fall Start sein wird. Das werde ich für mich auch selber so ein bisschen angehen, weil ich finde, das sieht sehr, sehr nice aus und ich kann mich darin sehen. Wichtig ist generell, und da möchte ich kurz einen Cut reinbringen, wenn ihr Trends seht und Trends mitbekommt, man muss nicht auf jeden Trend aufspringen. Diese ganzen Hype-Kits, die alles Mögliche, was Designer sind, von der Stange wegkaufen etc. Jeder kann machen, was er möchte. Ich finde persönlich einen cooler Kleiderschrank, der wirklich alltagstauglich ist, jeden Tag auch wieder verwendbar ist und über Jahre lang hält, finde ich viel, viel wertvoller, als wenn ihr jetzt das krasseste Designer-Piece habt, was ihr dann nur eine Season anhabt und dann sind einfach 5.000 Euro verbraten. Ist für mich sehr, sehr unalltagstauglich oder einfach nicht. Ich finde es einfach nicht nice, ich feiere es für mich nicht. Wer das macht und das gerne feiert, um Gottes Willen, macht das gerne. Aber ich finde, wenn man so Trends nimmt, sollte das Ganze schon so ein bisschen in seinen Kleiderschrank angepasst sein. Dementsprechend so ein cooles Oversize-Hemd, cool kombiniert, casual oder ein bisschen streetig oder auch ein bisschen schicker. Das ist alles machbar diese Season und da solltet ihr auf jeden Fall auch schauen. Und ich finde, ein cooles Hemd kriegt man an jeder Ecke, ob es jetzt von günstigen oder Designermarken sind. Das ist dann natürlich euch selber überlassen, aber ich persönlich werde für mich den Trend auf jeden Fall umsetzen. So, dann habe ich gesehen und ich fand das eigentlich sehr nice und ich würde mich ja darüber freuen, ist das Thema All Black. Man hat es bei verschiedenen Designern gesehen, die das Ganze kombiniert haben und ich glaube, All Black kommt auf jeden Fall wieder. Man hat das gesehen, dass sie das Ganze mit Anzügen umsetzen. Fand ich auf jeden Fall nice. Aber ich denke generell als Mann, wirklich ein kerniger Mann oder also normaler Mann, sieht in Schwarz meistens sehr gut aus, finde ich persönlich. Das ist wirklich eine markante Farbe. Man hat immer so ein bisschen Bad Boy Image, Bad Boy Vibes. Und ich finde, ein All-Black-Outfit passt auf jeden Fall. Wie gesagt, passt das Ganze an euren Kleiderschrank und euren Kleidungsstil an. Hüpft nicht auf irgendwelche komischen Trends auf und setzt das Ganze völlig um. Aber All Black wird auf jeden Fall diese Season wieder am Start sein. Und ich denke, da freue ich mich auch selber drüber. Dementsprechend sehr, sehr nice. So Leute, Trend Nummer 4 ist auch, ich sag mal, 2021 schon sehr, sehr modern gewesen. Und das sieht man überall, ich sag mal, in jedem Modeladen, in jedem Laden generell. Und ich denke, das Ganze wird auch weiterhin in 2022 auf jeden Fall am Start sein. Und das ist dieses ganze 90s Vibes.
so ein bisschen die 90er so ein bisschen in seinen Kleiderschrank mit einleben lassen. Ich finde dieses Übertriebene, dann auf Teufel komm raus auszusehen wollen wie in den 90ern, nicht immer cool, weil das kann immer sehr gezwungen wirken und ich persönlich finde, das muss schon... Ich persönlich finde schon, das muss so ein bisschen, es muss lässig wirken, es muss nicht aufgezwungen sein. Dann finde ich, sieht Mode bei jemandem einfach immer, ob es jetzt egal, Männlein oder Weiblein ist, auf jeden Fall gut aus. Wenn das Ganze immer so wie so ein Stempel, hey, ich muss das jetzt machen, aufgedrungen ist, dann finde ich, wirkt das oft überladen. Und ich finde, wenn man so ein paar 90er Pieces mit in seinen Alltag bzw. sein Outfit so ein bisschen in die Richtung einfließen lässt, finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ich sag mal, ich habe euch das schon seit... ich weiß gar nicht, 2 Jahren gepredigt, College-Jacken sind immer noch und werden auch immer noch dieses Jahr auf jeden Fall von Designern rausgebracht, sind auf jeden Fall in aller Munde, sind meistens ausverkauft, sehen cool aus, wenn ich die auf den Straßen sehe. Genauso, wenn man so Cardigans in diesem College-Look sieht oder so, ich sag mal, Strickware, Pullover oder sonstiges oder Polunder oder sowas. Dieses ganze, ich weiß nicht, 90er College-Style finde ich persönlich sehr nice. Und ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall dieses Jahr auf jeden Fall noch viel Freude mit haben. Dementsprechend sehe ich das auf jeden Fall als Trend für dieses Jahr auf jeden Fall auf der Liste haben solltet. So, und als guter Letzt habe ich für mich auf jeden Fall auch noch im Schirm, und das sind so leichte Oversized Blazer, wenn man diesen 90er Dead Vibes so ein bisschen Outfit so ein bisschen kombinieren möchte, kommt man da auf jeden Fall nicht dran vorbei. Man hat das auch letztes Jahr und ich glaube auch teilweise Anfang vorletztes Jahr schon bei Frauen gesehen, und ich persönlich finde, Frauen sind da meistens den Männern immer so ein bisschen voraus. Oftmals sieht man Sachen, die bei den Frauen einfach schon letztes Jahr wirklich up-to-date waren, dass die dann zu den Männern rüberschwappen. Das Ganze ist sowieso Mode, mehr und mehr Unisex geworden, aber Trends bzw. Kollektionen sieht man bei Frauen meistens ein bisschen eher als bei Männern. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Männer, die einfach in der Frauenabteilung so, ich sag mal, größere Sachen kaufen. Und ja, das hat man auf jeden Fall letztes Jahr da schon gesehen. Und ich glaube auch bei den Männern so ein leichter 90s, Oldschool, Oversized Blazer, Sakko, kann ganz cool aussehen, muss aber auch ein bisschen passen, muss zum Stil passen, aber finde ich auf jeden Fall auch ein Trend, der dieses Jahr auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Auch vielleicht, ich weiß noch nicht genau wie, ob ich das Ganze für mich umsetze, aber ich finde es auf jeden Fall cool, ich habe es gesehen und ich denke auf jeden Fall, der eine oder andere kann da auf jeden Fall was mit anfangen. So Leute, das war es auf jeden Fall mit meinen 5 Trends. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, wie gesagt, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwas auf dem Schirm habt, etc., was ich auf jeden Fall übersehen habe oder ja. Deswegen, falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, peace.